Willkommen beim Ride Review Video Magazin in einem neuen On Tour Vlog und wir befinden uns hier in den USA. Was? Brother Glenn klingt wie der Pfarrer von nebenan. Es ist ein neuer Morgen, wir sind noch im Zimmer, hier sieht es sehr wüst aus. Es gibt jetzt erstmal Frühstück, Nudels und da gibt es noch mehr Nudels und eine kleine Fantasiedose und das zum Nachtisch. Und dann geht es zum nächsten Freizeitpark, weil wir sind in einem Nights Inn und frühstücksmäßig gibt es hier halt alles, was es in allen anderen Hotels auch gibt, also eher nichts. Und deswegen haben wir unser eigenes Frühstück. Ja, und das war es erstmal. Nach einer Viertelmeile erreichen Sie das Ziel. Da sind wir, King's Dominion! So, welches Parklot hat denn schon aufgehört? So, Nationalhymne gehört, Rope Drop und ab geht's rein nach King's Dominion! Und ja, wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde Pre-Entry und da sind drei von 13 Coastern offen. Und zwar beide Seiten vom Racer und die Wilde Maus. Und das machen wir dann jetzt. Ist einerseits so, wie wir es geplant haben, andererseits ist es nicht gut für unseren Plan. Denn Twisted Timbers, der AMC, Staubhybrid, ist die Neuheit 2018, steht praktischerweise am Ende des Parks und man macht ja erst den Ende des Parks und arbeitet sich dann von hinten nach vorne. Bloß dadurch werden natürlich alle Pre-Entry-Leute direkt nach hinten in den Park gelockt oder gelotst. Und sind dann auch weg, ja, aber wir machen Twisted Timbers, Grizzly ist daneben und dann wechseln wir die Parkseite und arbeiten dann von hinten nach vorne. Und wenn wir alles gefahren sind, dann startet auch erst wieder die Videorunde. Wir haben auch wieder bis 22 Uhr Zeit. Ja. Und das ist das Snoopy Ghetto, aber das ist ja jetzt noch nicht drin. Auf wenn sich da gerade was bewegt. Ja, es gibt dezente Ähnlichkeiten zu Kings Island. Aber die beiden Parks sind so unfassbar weit auseinander, dass das so wahrscheinlich sonst keinem auffallen dürfte. So, ab geht's zur ersten ERT. Und da die beiden sich nicht so einig sind, werden wir mal wieder, wie so oft in letzter Zeit, First Rider of the Day in irgendwelchen Parks. Aber das Ding steht da noch so ein bisschen drüber im Lift. Ich hab die Furcht, dass nicht beide Seiten laufen und wir nachher nochmal wiederkommen müssen. That would be pretty. Shit! Nur zu? Warte. So, der Racer hat noch zu. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man eine halbe Stunde vorher fahren darf. Apple-Sattel ist keine Kette vor. So, Wilde Maus gefahren, Parkanlage, voll cool, kann man fahren, macht Spaß, trotz Mauskurven, und es ist so ein katastrophaler Coaster, den man sonst als Standardmaus hat, da sind wir schon da. Und ja, die ersten kampieren hier schon von Twisted Timbers, der jetzt übrigens auch seine erste Testfahrt gemacht, aber wir gucken nochmal beim Racer, weil wir brauchen den noch ein bisschen aufmachen, und dann kampieren wir da auch. So, wir sind im Racer gefahren, aber auch nur eine Seite, die andere Seite ist immer noch zu. Wenn du losfährst, so das Ding, das hoppelt da erstmal auf der Strecke rum und wir dachten so, oh weh, oh weh, oh weh. Aber die Fahrt war echt cool, macht echt Spaß. Ist halt simple Layout, nur wenn du jetzt kein Rennen fährst, ist natürlich der komplette Sinn weg von einem Racer. Und jetzt geht's zu den Lockern, denn auch hier gibt es wieder drei Coaster, wo man seinen Kram wegschließen muss. Und einer von denen ist halt auch Twisted Timbers, den wir jetzt als erstes machen werden, weil wir erstens hier sind. Zweitens halt Neuheit 2018 und dementsprechend die Nachfrage auch hoch ist, diese Bahn zu fahren. Und da vorne ist noch Grizzly. Das werden wir dann danach machen und die andere Seite Racer, wenn die bis dann auf ist, da machen die schon Testfahrten. Von daher sind wir da guter Dinge. Ja. Wenn du in Amerika große beliebte Parks machen willst, wo 13 Achterbahnen stehen, du versuchst das alles irgendwie so zu planen, dass du die auch alle schaffst und alle fahren kannst und auch noch genug Zeit hast, Videos zu machen, um euch die mitzubringen, vergiss es, Twisted Timber ist down. Also bevor er überhaupt aufmacht, ist er schon down
Und jetzt sind alle Leute hier, die auch normal rein können, kein Pre-Entry haben. Und jetzt füllt sich das hier natürlich vor der geschlossenen Bahn schon. Das ist echt zum Heulen. Mann! Ich kann so nicht arbeiten. So, jetzt sind wir bis nach Grizzly gelaufen, was ja glücklicherweise eine Sackgasse ist und du durch den Shop von Dinosaur Alive musst. Und zu. Auch diese Bahn ist noch geschlossen. Obwohl die ganze Zeit schon Testfahrten gemacht hat, die ganze Zeit gefahren ist. Also, ich weiß nicht. Ich finde das nicht witzig. Es ist Samstag, es ist viel los, es ist gutes Wetter, also... Mann, ey! Also wir sind jetzt schon über eine Stunde im Park und haben es geschafft, zwei Achterbahnen zu fahren. Respekt! Könnt ihr hier richtig... ist ja gerade wie bei Six Flags. So, dann haben wir gerade nochmal 5 Minuten gewartet, dann kam nochmal jemand, um Grizzly aufzumachen. Und sind Grizzly jetzt auch gefahren. Oh weh, oh weh. Also filmen können wir euch die Bahn leider nicht, weil die komplett aus dem Park rausfährt. Ist jetzt nicht wahr. Und vom Lift aus konnte man wunderschön auf Twisted Timbers gucken, weil die Bahn halt super weit rausfährt. Konnte dann erst sehen, dass da unten so zwei Maintenance-Dudes rumlaufen. Dann siehst du noch einen Maintenance-Dude direkt an der Strecke und dann sitzt einer mitten oben auf dem Track und kurz danach hörst du wieder anfängt, da irgendwo drauf rumzuhämmern. Das ist nicht gut. Hämmern ist hier übrigens die Lösung für alles. Ja, irgendwo draufschlagen mit dem Hammer, das repariert alles hier. Aber das Ding ist, die eine Testfahrt gab es ja schon, ein Zug war schon unterwegs. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, keine Ahnung. Also geht's jetzt in die andere Ecke des Parks. Das ist. Kinder, aber die führen ja auch relativ später. Denn um 10 Uhr Pre-Entry ist. Ja. Wir können die nicht erst um 10 Uhr Maintenance anfangen. Also, warte. Ja, hast ja gesehen mit der Legend, was passiert, wenn die Maintenance zu spät anfängt. Dann gibt das nichts mehr. Gut. Racer, die andere Seite machen wir später, wenn wir nochmal die Videorunde machen und gehen jetzt mal in die andere Ecke des Parks. Mal gucken, ob da was fährt. Ist so weit jetzt angefahren. Bedlot Stunt Coaster Nummer 2 steht an. Kann man auf jeden Fall mal von anderen Seiten filmen und was gefüllt ist mit Wasser. Ja, machen wir das jetzt mal. Fährt sogar, das ist das Verrückte. Hubschrauber ist schon oben, Rotoren drehen nicht. Ich habe keine Ahnung. Niemals wollten hinterherlaufen. Niemals. So, wir hatten Large drauf beim Backlot Stunt Coaster in die Front Row. Ja, so grundlegend finde ich das Konzept immer noch sehr schön. Der Hubschrauber war oben, der Hubschrauber hat sich nicht gedreht, es gab keinen Feuereffekt, es gab noch nicht mal Lichteffekt am Hubschrauber, wenn der ballert. Die Polizeiautos haben keinen Sound gemacht, die Polizeiautos hatten kein Blaulicht an. Der U-Bahn-Tunnel, in den man reinfährt, hat nur eine Wand und ist nicht geschlossen sonst. Ein bisschen mau. Und dann sind wir jetzt zu Anaconda und ja, wieder eine Arrow KO-Bahn. Die hat nämlich KO, die Scheiße. Mann! Das kannst du echt nicht fahren, das Ding Zeugs. Immer schön mit dem Kiefer vom Bügel. Und jetzt gehen wir hier nebenan zum Intimidator 305. Ja. Station war leer. Ich als Preis. Halt für ein Gerücht. Naja. Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. Eine der Bahnen auf der ganzen Tour, wo ich mich so mit am meisten drauf freue. Also nicht die Bahn, die mir mehr gefällt. Die gehört zu den Top 10 im Vorfeld Bahnen auf jeden Fall. Und dann ist hier noch die Kirn und die Blast Coaster und Flight of 4. Kennst du es nicht wieder? So, Büro of Paranormal Activity. Das ist danach dann. Willst du jetzt weitergehen? Ich will erst weitergehen. Du musst erst so einen Shop hin. Ja. Wir brauchen auch hier eine Schachtel. Ein Logger.
Ist auch sackgassenmäßig wieder. Das ist Klassiker hier. Ja, hier ist das Rollercoaster-Action. Okay. Klar, dass jetzt die Station voll ist. Kennen Sie Bane? Solange die sitzen allein dahinter. So, wir sind Intimidator 3 auf 5 gefahren. Zweimal. Boah, was ein Moped. Also wir sind als erstes in der letzten Reihe gefahren. Das ist so geil. Also, ich kann den Arm nicht oben halten. Aber da war ich doch so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, okay, das soll so dieses brachiale Monster sein mit so viel Kräften. Dann haben wir uns nochmal, sind wir durch den Einstieg raus, haben uns nochmal in die erste gestellt, mussten drei Züge warten und sind dann Front Row gefahren. Alter, erster Grey Out auf einer Achterbahn. Ja, Mann. Alle anderen so, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich freue mich da riesig drüber. Mega geil. Wie einfach beim ersten Drop einfach das Sichtfeld sich verkleinert. Oh, herrlich. Jetzt machen wir noch locker für Flight of Fear. So, aus dem klimatisierten Inneren raus wieder auf die heiße Teerplatte. Stinkt auch einfach so ein Teer, der sich aufhält. Ja, ich fühle mich wie so ein Straßenbauer, ey. Ja, Flight of Fear. Also sind wir auch schon gefahren auf der Tour, da wo das Raumschiff im Wartebereich ist, das ist eine große schwarze Holzkiste, die diesen Raum verkleinert. Es ist alles was düsterer, sieht nicht so fresh aus, sonst ist halt das ist genau gleich gebaut. Innen drin aber das gleich, die gleichen Faxen für den Lounge aus der Station raus. Stars and Stripes. Ja, wer macht das hier? es ist, wenn der Lounge startet, das klingt so geil. Es ist einfach so ein Elektrokraftwerk, was eingeschrieben wird. Ja. Das könnte gut sein. Ja, da ist der Vulkan. Ja. Guck mal, Schatten, kühl. Ja. So, und wenn wir schon am Rumlaunchen sind, wir sind jetzt fahren den dritten Lounge Coaster heute. Lunch Coaster. Man ist auf dem Weg zu dem Intermi Moped Ohrringer. Oh, nee, Haargummi mit Kirschen dran. Kirschen. Volcano the Blast Coaster. Expedition G? Ist das? Das sieht nicht gut aus. Das sieht aber nicht gut aus. Das ist nichts los in der Station. Ja, ich prophezei schon mal einen Lost Count für heute. Das sieht nämlich nicht so aus, als ob der nochmal fährt. Nee. Alter, das ist auch so eine Bahn, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, weil das irgendwas Besonderes ist. So, jetzt sind wir noch die Mack-Bob-Bahn gefahren. Damit fehlt uns nur noch die in Blackpool. Dann haben wir alle. Die es gibt, sind auch nicht viele. jetzt besorgen wir uns auf jeden Fall mal dringend noch was zu trinken. Das Ding ist schon wieder leer. Dann haben wir noch den Dominator vor dem Flawless Coaster. Den müssen wir jetzt noch fahren und den Wurzel Express. Den Achterbahn geht wahrscheinlich eh nicht. Und dann müssen wir mal gucken, ob Twisted Timbers vielleicht endlich mal lübt. Und ob Uschi jetzt gleich mit der Station ist. Aber wir fahren jetzt gerade in die Station rein. Ich habe gerade nochmal dann die Homepage zu Rate gezogen. Also um die Attraktion zu finden, musst du ins Menü auf Play und dann kannst du die Attraktion aufrufen und ja, da steht dann auch, dass das nicht fährt, der Volcano, super, ne? Oh, wir sind Boo Blasters on Boo Hill gefahren. Cool. Ich mag das. Das ist cool. Puh. Was war das denn? Metterling. Sehr Schmetterling. Und dann. Also, ich finde, das Treffen und Zielen war besser. Ja. Aber irgendwie sah der nicht so schön aus. Aber. Also, jetzt auch nicht hässlicher, ne? Aber ich fand den. Wo ging es einen schöner? In Karo-Rovins können wir ja nicht beurteilen. Ah ja, Dawn. Klosett. Ja, sonst ist ja hier alles Klosett.
Und jetzt fahren wir einen blauen Woody. Woodstock Express. Woodstock Express. Wir sind im Woodstock Express gefahren. Mini Kiddy Holz Achterbahn. Hätte ich einen eigenen Park, würde ich mir auch so einen da hinstellen. Müssen wir. Ne, da kommen wir nicht lang, ne? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ich dachte, du hast eben gesagt, dann gehen wir doch zu Twisted Timbers zuerst. Da hab ich habe gesagt, wir fahren die Bahn und dann machen wir nicht die Videorunde und gehen zu Twisted Timbers, aber. So meintest du das. Das habe ich nicht nur so gemeint, ich habe es auch so gesagt, aber die kommen wahrscheinlich gar nicht hier durch. Das war meine Frage gerade. Hier ist Kinderghetto wieder. Also der Park ist, wie so oft, besteht aus Sackgassen. Und wie so oft, will ich gerade noch was über eine Bahn erzählen und Uschi quatscht da rein. So. Keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Auf jeden Fall geht dann mein Gate auf, ich gehe durch, packe meinen Rucksack in die Kiste, weil der in diese Kiste muss. Drehe mich um, sitzen da zwei Trollers auf meinem Platz, die viel weiter hinten waren, sich einfach überall durchgedrängelt haben, da reingesetzt haben und dann einfach auch es nicht verstehen wollen, dass das mein Platz ist, dass ich meinen Rucksack da nur reingetan habe, bis ich den da rausgescheucht habe und die natürlich dann vor den geschlossenen Gates standen, weil die inzwischen auch früher zu waren. Meine Güte. Und dann gucken die mich an, als ob ich irgendwie die geschlagen hätte oder sonst was. Ja, die andere, die eigentlich nach dir dran gewesen wäre und die sich dann auch noch vorbeigedrängt, meinte auch, ja, wenn, wäre sowieso ich zuerst dran gewesen. Ja. Ach so, die haben die vorbeigelassen. Nee, die dich vorgelassen hatte, die hatte hier eigentlich mehr dran gewesen und dafür sind die einfach vorbeigerannt. Als sie gesehen haben, da sitzt keiner, weil du ja gerade deine Tasche Ey, der Hammer. Vielleicht mal 5 Sekunden aufpassen. Wo gehst du jetzt lang? Meinst du, wir kommen links durch den Park besser dahin? Eine doofe Frage. So, wir sind in Dominator gefahren. Boah, Alter, eine Stunde gewartet in der Hitze. Das wäre jetzt, also ist nicht cool, aber. Kann ja mal passieren. Nee, kann nicht passieren. So eine verkackte Operation. Jeder Zug ist halb leer unterwegs. Dann kommst du dann zur Treppe endlich. Es ist ein Schild. Linke Seite für alle rein, rechte Seite nur für die Front Row. Stellst dich also an die längere Seite, die ja für alle rein ist. Und dann stehst du auf der Treppe. Warum geht das denn auf der anderen, auf der rechten Seite genauso schnell? Oder beziehungsweise sogar schneller? Und oben auf dem Podest vor der Treppe ist das Geländer schon wieder zu Ende und alle Reihen sind wieder eine. Und dann wirst du einfach schwallweise in die Station gelassen. Keiner kriegt da was auf die Kette. Die waren so am Verkacken, die Leute und die Operator, dass wir da komplett durchlaufen konnten, an allen vorbei, weil ja keiner reagiert hat und uns auf zwei von diesen leeren Plätzen gesetzt haben, die in den Zug überall frei bleiben. Und dann stehst du noch mal eine halbe Stunde in der Schlussbremse, Alter. Ja, ansonsten BM Flawless Coaster, großer, schön waren, aber dann verlieren sie ihn auch. Ich mache jetzt hier mal einen Off-Ride und wir starten jetzt die Videorunde. Und auf dem Weg dahin versuchen wir dann irgendwann mal die Wicked Twisted Timbers zu fahren. So, Ding ist offen, fährt. Ich glaube, das ist offen, jetzt da rein. Ach, da, nehmen vorbei. Gut, du bist locker, aber mach mal. Boah, so, wir sind Twisted Timbers gefahren. Hat ziemlich lange gedauert mit dem Warten. Die sind erst nur mit einem Zug gefahren. Die Maintenance Dudes, die waren dann noch an dem Zug am Rumfummeln. Dann waren wir schon im Stationsgebäude. Und dann haben sie den zweiten Zug reinrangiert. Dauert ja auch noch mal einen Moment. Und vor allem in der Station ist auch noch so ein Zigzag-Queue. Keine Ahnung, ey, ganz komisch. Und ein riesen Knubbel einfach Menschen. Statt die Leute mal einzuteilen, das wird viel schneller und besser. Naja, egal. Wahnsinnsfahrt, mega geil, Bock total. Also diese AMC-Dinger, die sind wirklich der Wahnsinn. Ich hatte Angst, dass mich das alles so ein bisschen enttäuscht, ne, weil man sich selber so hyped irgendwie für sich. Aber also die waren jetzt alle der Knaller. Wirklich geile Dinger. Und jetzt fahren wir noch die fehlende Seite vom Racer. Und dann sind wir mit den Coastern durch. Der Great Pumpkin Coaster ist ja wieder so ein Miler-Ding, was man bei Cedar Fair ohne passendes Kind nicht fahren darf. Und ja, den Discount hatten wir auch schon. Aber Twisted Timbers, Mann, das ist geil, das Ding. Okay, Racer auch dann. Wir hatten den absoluten Krückenzug.
der voll am Quietschen war, der noch nicht mal aus der Station rausgekommen ist, der eine halbe Zuglänge später erst auf den Lift draufgefahren ist. Und als wir dann die Kehre sehen konnten am Horizont, war der Gegenzug schon oben drauf und war schon am Rumfahren. Also ich finde der Racing Coaster geil. Ich finde es auch geil, dass du hier die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger parallel fährst. Das ist halt super fair vom Layout. Aber Entschuldigung, kann man das mal bitte mal wieder so machen, dass es auch funktioniert, dass der Racing-Charakter auch da ist, dass die Heavyweights gewinnen? Hallo! Jetzt wollte ich euch ein paar schöne Offrides machen von Twisted Timbers. Ein Zug steht auf dem Lift, der andere steht so halb in der Schlussbremse. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Und die Leute sitzen drin, alle anderen Leute kommen raus, das Ding ist jetzt erstmal zu. Und Glück gehabt, dass wir den überhaupt noch fahren konnten. Mann, ey, was ist das denn heute hier? Geburtstag! Aber wir sind immer noch bei Cedar Fair, das heißt, es gibt immer noch Gurte. Ja. Gurte im Riesenrad. Ist aber super sicher, weil ich kann noch nicht einfach so machen. Oh, fuck, damit das alles. Gondola. Gondola. Ich stehe bei Twisted Timbers im Innenraum, habe ganz gefragt, ob ich hier rein darf zum Filmen. Hat sie ja gesagt, wenn ich rauskomme. Wollten wir jetzt eigentlich auch danach, nach dem Film, auch direkt fahren, weil wir jetzt mit dem Film durch sind, waren noch auf dem Eiffelturm. Aber jetzt 2 Stunden Wartezeit und das ist, glaube ich, echt nicht cool. So, aber jetzt kommt der nächste Zug, die Aufnahmen mache ich noch und dann gucken wir mal, ob wir noch mal Intimidator fahren können. Josen! So, also 2 Stunden Twisted Timbers ist ein bisschen voll. Vor allem, wir haben auch schon Flamur oder so. Also Flamur. Weißt du, fährst das Ding und dann musst du, wenn du da irgendwann mal dran kommst und der nicht schon wieder Breakdown hat, morgen down, eben zwischendurch down. Haben wir gesagt, okay, dann Rewild, Intimidator. Wird sich auch ein bisschen noch anstehen, aber Sonne geht gerade unter, dann haben wir quasi da unsere Night Ride drauf. Das wäre auf jeden Fall nicht nur quasi der Night Ride geworden, das wäre richtig der Night Ride geworden. Das Ding steht nämlich auch brechend voll. Die stehen bis hier vorne an, haben, ich glaube, von dem Zigzag vorn, also die haben alles auf. 1 oder 2 Spuren fehlen noch, aber die anderen, ich glaube, sind auch nur 2, 3, 4. Sind nur 4 insgesamt, oder? Ja. Ja, aber die Hälfte ist auf jeden Fall komplett voll. Und das dauert auch ein bisschen. Und wir sind 2-mal gefahren, beide Positionen, die wir fahren wollten. Ist ein bisschen schade drum, vor allem, weil die Bahn jetzt richtig schön eingefahren ist. Aber es ist heute echt sehr voll. Und der Wasserpark hat ja auch gerade zugemacht oder macht jetzt gleich zu. Und der war pickepacke voll. Das hat man schön von den Coastern ausgesehen. Was bedeutet, dass noch mehr Leute jetzt hier rumlaufen und der Teddy ist aus dem Kinderwagen gefahren, ist überfahren und er kriegt es immer noch nicht mit. Auf jeden Fall der vollste Parkbesuch dieser Tour bis jetzt. Hoffentlich bleibt das auch der vollste überhaupt dieser Tour. Allgemein wirkt das Publikum etwas asozialer. Ey, die rauchen hier einfach überall fast. Also weißt du, du hast ja diese Raucher-Areas, das ist auch egal. Die chillen hier einfach irgendwie rum auf einer Mauer und rauchen sich ein und so. Und auch allgemein wirken einige weniger nett. Keine Ahnung. Es kommt einem einfach so vor. Es ist so, weiß ich nicht. Also im Vergleich zu den letzten Tagen ist das schon irgendwie auffällig. Und es ist echt schön. Guck jetzt an meinem Basketballcourt. Junge. Ja. Wir versuchen jetzt erstmal zum Ausgang zu kommen. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl, you got what it takes. They always behind.
it was time to move it on. The YouTube general area developed it. Oh, dein Headshot hat gesessen. T-Shirt, Wäsche, T-Shirt, Wäsche. Wo sind wir? Wendy. Geburtstagsessen. Also das hinter mir, das nenne ich mal Lifestyle, Alter. Was ein Moped. Und die Musik kommt von dem Moped. Und der Vorderrad, das ist wie bei diesen Oldschool-Fahrrädern, wo das ganz kleine Rad hinten ist, der sieht so trocken. Das ist ein Stuntshow-Auto. Oh, mit deinem Handy, mit meinem Handy.